Österreich soll zu einer Sportnation werden. Dafür braucht der österreichische Sport eine langfristige Strategie, einen echten Leitfaden mit konkreten Zielen und umsetzbaren Maßnahmen. Und genau eine solche Strategie präsentierte Sportminister HC Strache am Dienstag in Wien. Vom Kindergarten in die Volksschule, den gesamten Bereich der Pflichtschule müssen wir wieder mit täglicher Sportstunde endlich abdecken. Wir müssen dadurch die Kinder zum Sport führen, für den Sport begeistern, für die Vereine, für den Breitensport auch nachhaltig gewinnen. Wir müssen wieder eine Wintersport- und Skiwoche auch ausbauen, wo wir investieren werden auch in Projekte und mit Projekten mit dem Tourismus und mit den Schulen in den Regionen die Kinder wieder zum Skisport und für den Wintersport auch zu begeistern und Schulprojekte aufzusetzen. 7 Arbeitsgruppen mit hochkarätigen Experten haben in über 30 Sitzungen den Sport in seiner ganzen Breite erfasst. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Mir war es ein großes Anliegen, dass es zum ersten Mal für den österreichischen Sport eine Strategie gibt, die alles umfasst. Nicht nur über eine Regierungsperiode geht, sondern darüber hinaus und vom Breiten bis zum Spitzensport, von der Schule bis zur Gesundheit, bis zur Bildung, alles mit umfasst und eine Strategie vorgibt, nach der dann die Maßnahmen als nächstes folgen. Und das ist gelungen, die Strategie steht jetzt und als nächstes kommen die konkreten Maßnahmen, die natürlich umgesetzt werden müssen.